Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Planet Zoo hier bei Metalizer. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie man das perfekte Gehege für Flusspferde baut und so, dass die Tiere einen Rückzugsraum haben, dass die Besucher auch genug sehen und dass halt einfach alles stimmig und passend ist. Da gehen wir jetzt drauf ein. Es gibt in diesem Video einige Sprünge bzw. Skips. Das heißt, wenn ich am Baum bin, spule ich die Zeit zum Beispiel etwas schneller vor. Ja, das Flusspferd oder auch Nilpferd genannt, ist eines der größten Säugetiere und lebt in der Subsahara von Afrika. Genau, also Flusspferde sind übrigens richtig, richtig gefährlich für Menschen. Also, wenn man so einem Flusspferd begegnet, sollte man eher in Deckung gehen oder versuchen, irgendwie Reis auszunehmen, weil die Dinger sind wirklich, wirklich gefährlich. Also, sie kommen aus Afrika und wir schauen uns jetzt mal das Gehege an. Das heißt, wir brauchen mindestens 1004 Quadratmeter, wir brauchen aber auch theoretisch genauso viel Wasserfläche. Kälteanforderungen haben sie nicht und die Temperaturen sind so zwischen 10 und 37 Grad. Und bei den Zäunen haben wir den Grad 4. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Wir können bis zu 30 Flusspferde halten, also ein Männchen und 29 Weibchen. Das Gehege bauen wir jetzt ein bisschen. Und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn das Gehege fertig ist. So, ja, was habe ich als erstes gemacht? Hier noch, um das euch nochmal zu zeigen. Ich habe als allererstes erstmal das Wasserbecken gezogen. Also da, dort, wo unsere Nilpferde bzw. Flusspferde nachher schwimmen sollen, habe ich jetzt erstmal die Wasserfläche hier geschaffen. Und habe mit dem Geländetool ein bisschen gearbeitet, mache jetzt hier ein bisschen Sand drumherum. Wir schauen uns auch dann mal an, was für spezielle Anforderungen die Nilpferde denn in Bezug auf den Untergrund haben. Aber ich habe gerade erstmal so ein kleines Wasserbecken, damit wir so eine grobe Vorstellung davon kriegen, wie die Nilpferde sich quasi nachher im Wasser bewegen sollen. Ja, und jetzt im Anschluss. Wir werden jetzt halt nochmal ein bisschen den Weg für die Besucher um das ganze Gehege herum schaffen. Das heißt, ich baue jetzt schon mal die Wege und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Wege fertig haben. Genau, jetzt haben wir genau das bezeugt, was wir eigentlich wollten. Und zwar können die Besucher, während sie hier unten lang gehen, noch die Nilpferde bzw. Flusspferden beim Schwimmen zuschauen. Um nochmal so ein besonders kleines Highlight zu kriegen. Und ja, dazu habe ich halt den Boden ein wenig runtergedrückt, bzw. runtergezogen. Und habe entsprechend dann das Gehege ein wenig angepasst. Das heißt, wir haben hier unsere Schwimmfläche, was schon mal grundsätzlich super ist. Jetzt müssen wir uns ja auch noch um den Rest des Geheges kümmern. Und um das perfekte Gehege zu erschaffen, brauchten wir natürlich erstmal die Tiere, um zu schauen, was die Tiere überhaupt brauchen. Was brauchen unsere Nilpferde bzw. Flusspferde eigentlich? Deswegen schließen wir die Barriere jetzt einmal ab und schauen uns das Ganze dann in Ruhe an. Nachdem die ersten Flusspferde jetzt da sind, können wir uns auch ein bisschen um das Gehege kümmern. Okay, die stehen noch mal ein bisschen ineinander. Wir hatten gesagt, wir können bis zu 30 Tiere, ein Männchen, 29 Weibchen. Das funktioniert, wenn das mal kein Harem ist. Und wir schauen jetzt mal auf die Bedürfnisse. Das heißt, was brauchen die Flusspferde eigentlich in ihrem Gehege? Außer eine Menge Platz. Und zwar gehen wir dazu, klicken wir dazu eines der Flusspferde an, zum Beispiel unser Männchen hier, und gehen dann oben auf den Reiter Gelände und sehen, da fehlt noch ein bisschen was. Zum Beispiel haben wir nicht genug Wasserfläche. Und darum kümmern wir uns dann jetzt als nächstes. Das heißt, dazu pausiere ich das Spiel, damit wir auch in Ruhe arbeiten können. Nehme ich den Gelände an, klicke hier auf Wasser, nehme das Wasser nochmal komplett raus hier und
hier jetzt noch einmal eine etwas größere Fläche rein, so bei 70% Stärke ungefähr. Und dann kriegen die Flusspferde hier nochmal ein wenig mehr Wasser. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, je mehr Tiere wir haben, desto mehr Fläche bzw. Wasser wird auch benötigt. So, und jetzt schauen wir mal, ob sie jetzt genug Wasser haben will. Lassen das Spiel weiterlaufen. Ja, noch immer noch nicht genug. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein wenig mehr. So, und während ich hier dabei bin, das ist mir jetzt nämlich, das passiert mir ganz, ganz häufig, wenn ich so Gehege baue oder Gehege plane, mir fallen während des Baus halt noch Sachen oder Ideen ein. Und so habe ich mir überlegt, warum bauen wir nicht einfach hier eine Insel noch? So eine kleine Insel mitten im Gehege. Das ist halt relativ einfach gemacht. Das heißt, wir nehmen da, wo das Wasser hin soll, wenn das Wasser aus draußen ist, ziehen wir uns einfach hier ein bisschen Gelände nochmal zusätzlich hin. So. Gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen gedrückt kriegen, dass das Wasser auch drum laufen kann. Sollte jetzt hier überhaupt kein Problem sein. Und dann haben wir hier schon fast eine kleine Insel gebaut. So, und jetzt schauen wir mal, was die Wasserfläche sagt. Ja, Wasserfläche passt. Das heißt, hier haben wir schon mal für den begehbaren Bereich, also der begehbare Bereich im Gehege, ist für unsere Flusspferde bzw. Nilpferde jetzt schon einmal ausreichend. Sehr gut. Was brauchen Sie noch? Das Gelände passt nicht so ganz und einen stabilen Rückzugsort haben Sie auch noch nicht. Das heißt, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall im nächsten Schritt erstmal an, was brauchen die Tiere eigentlich in ihrem Gehege? Dazu können wir dann auch das Mahlenwerkzeug nehmen und wir sehen, die brauchen ganz schön viel kurzes Gras. Dann nehmen wir eine Stärke von 100 und ziehen jetzt erstmal hier um das Gehege drumherum erstmal einmal komplett Gras. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel. Erde brauchen sie auch noch. Erde gehe ich ganz gerne an den Wasserrändern hin. So in etwa. Und wir können natürlich auch den Boden noch mit nutzen, beziehungsweise unter Wasser das ganz gut nutzen. Und was sie auch noch brauchen, sind Felsen. Und sind wir mal ehrlich, wo sehen Felsen gut aus? Nicht auf flacher Erde, sondern wir müssen ein bisschen für Erhöhung hier sorgen. Das heißt, wir ziehen hier ein bisschen was hoch. Einen kleinen Berg hier. Glätten das Ganze noch einmal. Und dann können wir hier mit den rauen Felsen arbeiten. So eine Stärke von 70 und eine Größe von 7. Malen jetzt hier die Felsen auf. So. In etwa. Und was ich auch noch ganz cool finde, wir haben jetzt hier gerade den rauen Fels genommen, jetzt nehmen wir den glatten Fels hier unten, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Und jetzt haben wir die Werte komplett alle im grünen Bereich. Aber eigentlich so, wie es sein sollte. Und wir sehen auch schon, unsere Flusspferde bewegen sich hier auch schon ein bisschen im Wasser, sind schon fleißig am Schwimmen. Und die Besucher können von hier jetzt relativ gut auch noch sehen, wie die Tiere denn unter Wasser so am Schwimmen. So, und im gleichen Atemzug, ich glaube, die Barriere hier müssen wir noch ein bisschen anpassen. Aber die Besucher sollen natürlich hier auch nachher noch was von den Nilpferden sehen. Die Barriere ist jetzt schon beschädigt. Interessant, interessant. Wir gucken mal, was brauchen die Tiere eigentlich noch? Gucken uns die Umgebung an. Die Bepflanzung passt, in Anführungszeichen. Wir brauchen natürlich noch so ein bisschen, um das optisch ein bisschen ansprechend zu machen, sollten wir natürlich auch hier noch ein paar Pflanzen reinstellen. So, das hat auch schon mal gepasst. Ist die Umgebung so, ist jetzt stimmig? Muss ich mir überlegen, die sind halt die Nilpferde bzw. Flusspferde in Afrika zu Hause und da sind halt nicht ganz so viele Pflanzen. Das heißt also, man möchte natürlich immer ein bisschen mehr platzieren, man möchte es ein bisschen schön machen, aber muss man dran denken, hey, wo kommen die Tiere eigentlich her und wie sieht ihr natürlicher Lebensraum eigentlich?
Und dementsprechend gestalten wir natürlich auch das Gehege. Wir müssen jetzt mal gucken, die Lebensqualität der Tiere darf natürlich auch nicht leiden. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Beschäftigung für die Tiere. Und das können wir machen, indem wir über Gehege gehen und dort einen Filter setzen. Und zwar bei der Art. Und zwar brauchen wir dann das Flusspferd. Und jetzt sehen wir im Prinzip alle Gegenstände, mit denen das Flusspferd interagieren kann. Und im Idealfall werden die so platziert, dass sie in der Nähe der Besucher sind, damit die Besucher davon auch ein bisschen sehen. Ja, und ansonsten Wasserdruck brauchen die Tiere eigentlich nicht, denn wir werden hier dafür sorgen, dass die Tiere aus dem Wasser, aus unserem See hier trinken können. Dazu dann aber auch gleich mehr. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen ins Gelände glätten und dann kümmern wir uns gleich noch um so ein paar Details. Gut, wo wir gerade beim Thema Details sind, das ist natürlich hier ein Detail, was mich jetzt gerade so ein bisschen stört, um ehrlich zu sein. Und aus diesem Grund werde ich jetzt das Gehege nochmal ein wenig anders bauen. Wie gesagt, das ist halt auch immer eine Sache, man ist halt dabei und man merkt beim Bauen, das passt nicht so ganz. Also, ihr werdet niemals das perfekte Gehege im ersten Anlauf bauen können. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier nochmal die Gehegeumrandung so ein bisschen weg, also die Barriere, und ziehen jetzt mit dem Geländetool das Ganze immer wieder gerade. So, und jetzt versuchen wir etwas, und zwar, ich würde ganz gerne, dass die Besucher hinter einem Wasserfall in das Gehege reinschauen. Wie das aussieht, das sehen wir gleich. Erstmal hier der Schnelldurchlauf. Ja, der kleine Wasserfall ist fertig. Das heißt, die Besucher können jetzt natürlich noch ein bisschen was optisch gemacht werden beim Durchgehen, aber sie können hier entlang gehen, hier rein und können dann quasi im Wasserfall heraus die Tiere aussetzen. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ich habe so ein kleines Gebäude drumherum gebaut, also hier oben können sie sich dann reinbewegen und von oben auf das Gehege runterschauen. Ja, und jetzt kümmern wir uns noch um die ganzen Mitarbeitereinrichtungen. Das ist nämlich auch nochmal ein ganz eigener Part für sich. So, und durch dieses kleine Gebäude hier haben wir jetzt auch den stabilen Rückzugsort für die Tiere geschaffen. Das ist hier in diesem Bereich. Der ist auch ein bisschen abgedunkelt, beziehungsweise generell einfach ein bisschen dunkler gehalten. Und natürlich können wir jetzt hier auch noch mal wenig Erde reinlegen, beziehungsweise die Erdetextur hier reinpacken. Jetzt fehlt ihnen wieder ein bisschen Felsen. Hinten irgendwo. So, schon sieht das besser aus. Was wir natürlich auch machen können, hier jetzt noch ein Becken zu schicken. Der Tempel hier vielleicht. Die Tiere.
Ich meine, warum nicht so ein kleines Indoor-Schwimmbecken oder so? Und dann reicht es auch mit dem Wasser. Ja, so kann man das ungefähr machen. Also ist gut, dass wir brauchen natürlich noch die Mitarbeitergebäude, die wir natürlich auch ein bisschen schöner machen können. Aber das ist erstmal so der Grundaufbau für das Gehege der Flusspferde. Und zwar brauchen wir eine Wasseraufbereitungsanlage. Da müssen wir schauen, dass die Wasseraufbereitungsanlage auch den entsprechenden Bereich abdeckt. Das sieht aber hier an der Stelle soweit ganz gut aus. Und natürlich braucht die Wasseraufbereitungsanlage jetzt auch noch ein wenig Strom. So, und jetzt können wir mal gucken hier in der Übersicht. Und zwar Wasser und ja, das wird jetzt hier noch mit gereinigt. So, ja, und schon haben wir ein kleines Betriebsgebäude hier versteckt. Wir können hier nochmal reingucken und sagen, hey, wir müssen das hier an der Stelle, damit das mal vernünftig aussieht. Also es ist halt sehr, sehr, sehr viel Fummelarbeit, um halt alles wirklich passend und richtig zu verstecken. Wie gesagt, mir ging es vorwiegend darum, euch mal zu zeigen, wie man eigentlich das perfekte Gehege vom Wohlbefinden her und vom Aufbau her für die Flusspferde anlegen. Ja, ja. Wenn euch diese gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, auch wie man ein Gehege baut, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Metalize.